So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Natürlich machen wir standesgemäß, wie auch in den letzten Jahren, bei unserem Nachbarn JP Performance auch ein kleines Video. Ich glaube, er weiß gar nichts davon. Wir sind nämlich relativ früh hier. Aber das ist perfekt, weil jetzt ist es nämlich ruhig und wir können euch einmal den Super Golf und den KTM X-Pro vorstellen. Zunächst an der Stelle wirklich heftig, JP, wie du in den, ich glaube, es waren nicht mal 3-4 Monaten, die beiden Kisten aufgebaut hast, in kürzester Zeit. Steckt wirklich jede Menge Technik drin. War für mich auch wirklich cool, weil ich an vielen Ecken so ein bisschen beteiligt war, das Ganze ein bisschen begleiten konnte, mir ein paar Teile geliefert haben und ich denke, wir waren wirklich täglich im Austausch, wie, wo, was am besten machen. So, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand der Dinge bei den Autos ist, aber wir fangen mal mit dem Golf an. Weißt du schon noch nicht, was veröffentlicht ist, oder? Bitte? Weißt du schon noch nicht, was veröffentlicht ist? Doch, ja klar. Ich weiß nicht, wie weit. Also bei dem Supergolf ist schon relativ viel veröffentlicht, bei dem X-Pro ja bisher noch nicht. Deswegen fangen wir jetzt beim Supergolf mal an. Also, nur kurz die Technik. Soll ja nicht zu lang werden heute. Golf 7 als Basis. R32 Motor, längs eingebaut, mit 01E Getriebe. Das heißt, hier ist quasi mein Getriebe drin, wie ich auch in der Limo habe, vom Aufbau her. R32 Motor längs. Und an der Hinterachse schlummert eine ganz normale 4Motion-Achse, die allerdings komplett umgebaut wurde auf einen Nissan GT-R-Diff. Und zusätzlich hatte sich JP da was überlegt mit dieser Pushrod-Aufhängung. Das sind diese Stoßdämpfer, die hinten im Innenraum drin liegen. Habe ich so selber auch beim Golf noch nie gesehen. Extrem coole Sache. Wollen wir jetzt nicht zu weit drauf eingehen. Gibt es aber ein cooles Video mit, ich glaube, mit Dr. Crazy zusammen zu, wo das Ganze alles erklärt wird. XXL Turbolader von Flo. Ich glaube, so um die GT47 von der Größe her. XXL Krümmer, Lader sitzt hinter dem Motor. Dazu diese ganz dezente Ansaugung hier. Ist natürlich mal absolut Chef. Gerade auch so mit dieser Folierung da drin. Ja, das wird auf jeden Fall noch interessant. Das Ganze war nicht so einfach reinzukriegen, weil natürlich der R32 Motor mit dem Getriebe relativ weit nach vorne kommt. Das heißt, die Jungs haben geguckt, dass sie das Ganze maximal weit nach hinten kriegen. Ein großes Problem, normalerweise bei dem Auto ist das Lenkgetriebe auf der Achse, weil der Motor quer eingebaut ist. Jetzt ist ja quasi längs das Getriebe drin. Das heißt, das Lenkgetriebe musste über das Getriebe wandern und dementsprechend alles angepasst werden. War richtig Action mit der Vorderachse, dass das Ganze am Ende passt und funktioniert. Aber wie ihr seht, hat das geklappt. Extrem geil finde ich auf jeden Fall schon mal die Felgen. Das gefällt mir richtig. Einteilig gefräst mit diesem Finish. Passt irgendwie wie Arsch auf Eimer. Sieht geil aus auf jeden Fall. Ja, ich finde auch. Das sind absolut Favoritenfelgen. Ja, was haben wir noch gemacht? Hat er sich bestimmt bei mir abgeguckt. Es war ein Video gab es ja, wo ich bei ihm war wegen dem ganzen Kraftstoffsystem. Das haben wir komplett mit den Dashfitting von uns gebaut. Ist leicht ausgeartet, heißt in Kurzform, wir haben einen Kraftstofftank. Von diesem Kraftstofftank fördert eine 0,44er Pumpe in einen Catchtank. In diesem Catchtank sitzen vier 0,44er Pumpen, die dann mit zwei Leitungen nach vorne fördern. So ein bisschen früher morgen hier. Und vorne dann ein Rücklauf wieder zurück in den Catchtank. Das heißt, es ist wirklich sichergestellt, dass wirklich auch immer Sprit da ist. Zusätzlich wollte der Herr was extrem krass ist, das heißt, wir haben eine Dash 20 Entlüftung vom Ventildeckel zum Catchtank nach hinten gebaut. Die geht jetzt einmal quer durch diesen Innenraum und sieht natürlich mal extrem pornös aus. Genauso, so bekloppt können nicht viele sein, einfach diesen Auspuff komplett durch den Innenraum gelegt, dass er hier im Seitenteil rauskommt. Ist natürlich auch mal eine Ansage. Wird das nicht warm da drin? Das wissen wir auch noch nicht. Als wir das Ding das erste Mal angerissen haben, hat man schon gemerkt, dass es definitiv warm wird, aber es war okay. War jetzt nicht so, dass man da direkt nicht mehr einsteigen konnte. Was allerdings so ein richtiger Spaß wird, ist, wenn hier im Innenraum später bei 2-3 Bar dieses Pop-Off aufgehen wird. Ladeluftkühler im Innenraum mit dem Pop-Off da, das wird natürlich da drin mal richtig zwitschern hier. Und ich persönlich finde es extrem witzig, diese riesen Laddruckanzeige, wie so bei so alten Rennautos in der Mitte. Ist natürlich maßlos überdimensioniert von der Größe her, aber so kann man auf jeden Fall geil drauf gucken. Ne? Schon geil. Ja, sonst natürlich Zelle drin, Makrolonscheiben. Viele Fragen wegen der, also ich sehe das unter ganz vielen Kommentaren, dass die Farbe von der Außenhaut so ein bisschen
was mit Alus zu tun hat. Meinst du, er hat das extra gemacht? Da weiß ich nichts zu. Ich denke aber mal eher, das soll zu dem letzten Teil gehören. Jetzt gehen ja doch schon Autos an. Ich denke eher, das gehört zu diesem Teil hier. Und zwar sind in diesem Auto 4 Batterien verbaut, die in Summe in Reihe auf 48 Volt geschaltet sind. Und dann seht ihr diese fetten orangenen Kabel, die nach vorne gehen, weil in diesem Auto ist nämlich noch zusätzlich ein Elektroturbo verbaut. Und dieser Elektroturbo wird mit 48 Volt betrieben. Und ich denke eher, diese Farbe ist eher so ein bisschen dafür gedacht, um die Elektrizität zu zeigen. Weil der Wagen ja auch, also ich habe das nur halt aus den Kommentaren, weil der Wagen auch zur Alu-Seite steht. Ja, ist schon so ein bisschen in die Richtung, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das hat was mit dem Elektroturbo zu tun. Ja, zusammengefasst, R32-Technik, Pushrod-Hinterachse, Elektroturbo, XXL-Turbo, Wasserladeluftsystem, Ansaugung durch die Haube und. Ich denke, da sind so viele Sachen zum Aufzählen, dass das auf jeden Fall schon krank genug ist. Wir haben auf jeden Fall ein paar Details gezeigt. Jetzt geht es hier drüben weiter. Ich bin einfach mal so frech und lehne das Tuch hier runter. Das Ding ist einfach brutal. So, hier muss ich jetzt ein bisschen mehr aufpassen, was ich schon verrate und was nicht. Ich weiß alleine noch, wie wir bei JP saßen und über den Namen hiervon geraten haben. Ich habe ihn auch bis zum Ende nicht gewusst. In dem Gespräch, wo ich dabei war, gab es den Namen auch nicht. Da waren andere Namen im Spiel. Ich finde aber, Momentum passt eigentlich wirklich gut zu dem Auto, ne? Weil es ist halt einfach so ein Moment, gerade auch dieses Video, was ihr gesehen habt, wirklich eins der besten Videos, glaube ich, was ich jemals gesehen habe. Den habe ich zu ihm auch gesagt, definitiv, ja. Also wirklich heftig, Hut ab, Respekt, alleine für das Video ist einfach perfekt. Das YouTube-Oberklasse. Ja, definitiv, ja. War schon fast so kinomäßig, ne? Ja. So, nun zum Auto. Er kam irgendwann mit der bekloppten Idee zu mir, hey Philipp. Was hältst du davon? Wir bauen in den X-Bow einen V6-Motor ein. Das heißt, in diesem Auto schlummert nun ein S4-Motor. Heißt, 4 Zylinder raus, V6 rein. Natürlich wieder leicht ausgeartet mit den beiden Turbos. Ganz leicht. Die jetzt so dezent aus dem Seitenteil rausgucken. Ja, was kann man noch sagen? Ich will jetzt wirklich nichts vorwegnehmen, weil es kommen noch jede Menge Videos, aber V6, ich durfte den Motor bauen, Biturbo, Rücklicht. Ja, ist vom A5 die Rückleuchte, ne? Ich glaube A7. A7? Ja, stimmt, kann sein, ja. Also er wollte unbedingt so ein durchgehendes Licht und hier sieht man auch so ein bisschen, wie das Getriebe da hinten rausschlummert. Ja, sind halt einfach wieder, was ich immer wieder sagen muss, was halt krass ist, wie man überhaupt so zu diesen ganzen Ideen kommt und das am Ende dann auch noch so umsetzt, ne? Weil alleine das V6 in diesem Motor bauen ist schon mal eine Aufgabe für sich und dann noch diese ganzen optischen Elemente, sei es das Rücklicht, der Spoiler, die Nase vorne und. Das Ding sieht ja ansatzweise nicht mehr aus wie ein X-Bow. Wirklich Respekt, dass A immer sich überhaupt im Kopf zu überlegen, diese Ideen und dann noch umzusetzen. Weil ich kenne selber, wie anstrengend so der Alltag ist, was man da so alles machen muss. Und dann das hier so umzusetzen. Auch wie es umgesetzt ist. Also ist nicht einfach nur dahin geforscht, sondern es sieht wirklich gut aus. Nee, nee. Und es passt alles zusammen. Genau, es passt alles. Und dann kommt auch noch dazu, es fährt auch noch, ne? Und das ist ja alles erst der Anfang. Die beiden Autos müssen jetzt auch richtig abgestimmt werden, werden noch Leistung drücken und so weiter. Und ich denke, da wird auf jeden Fall noch richtig was kommen. Alleine schon wieder diese Idee, da wusste ich auch nichts von, in dieses Lenkrad quasi den Tacho jetzt zu integrieren. Das ist einfach. Stimmt, das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Normalerweise hat der X-Bow den Tacho ja in der Mitte mit so einer Scheibe und so, ne? Alles radikal weg und da rein. Komplett andere Front mit dieser Nase. Hat so ein bisschen was von einem Formel 1 Auto, finde ich. Und halt einfach generell wie flach
und breit das Auto hier steht. Ne? Schon leicht Batmobil. Ja. Ja, genau, das war aber so ein bisschen, das war so ein bisschen die Idee. Und ich muss wirklich sagen, ich freue mich auf jeden Fall, eine Runde damit zu drehen irgendwann mal. Weil ich glaube, das wird, ich weiß gar nicht, welches von den beiden Autos krasser zu fahren sein wird. Ich glaube definitiv der X-Bow. Meinst du? Ja. Mit dem Gewicht, mit V6 auf der Hinterachse, mit den Ladern drauf, weiß ich ja, was so ein Motor sofort macht. Und das sind zwar riesen Slicks und so, ne? Aber es bleibt halt dabei, keine Ahnung, ich denke mal so um die 1000 Kilo. 800, 900 bis 1000 PS werden da relativ schnell bei rauskommen, ne? Und das wird dann schon, das wird dann schon Chef. Ja, an dieser Stelle ein bisschen Technik. Wir werden auf alles bestimmt irgendwann noch mal ein bisschen detaillierter eingehen. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Danke, dass wir wieder euer Standnachbarn sein durften. Wir hatten jede Menge Spaß zusammen. Es war extrem cool, bei dem Projekt dabei zu sein. Projekten. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Messe. Bis zum nächsten Mal.